Moin Leute, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Vice City. Heute geht es mal um die Krankenwagenmission. Und wenn ihr die Krankenwagenmission starten wollt, dann bringt entweder den nächstgelegenen NPC um oder fahrt zum nächstgelegenen Krankenhaus. Dort steht immer ein Krankenwagen bereit. Startet die Mission und wenn ihr die Mission macht, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr beim Anhalten und beim Einsammeln die Fahrgäste nicht umfahrt. Ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr einen Fahrgast eingesammelt habt, bekommt ihr nochmal extra Zeit obendrauf. Ihr könnt mit dem Krankenwagen leider nicht ins Pay and Spray fahren, das heißt, ihr könnt ihn nicht reparieren. Das ging ja noch bei der Taximission zum Beispiel, allerdings ist dieses Fahrzeug zu heiß und funktioniert deswegen dort nicht. Allerdings dürfte dies nicht so unbedingt ein Problem sein, denn die Fahrzeuge können mehr ab als in der alten GTA Vice City Version. Das heißt, der ein oder andere Unfall wird euch definitiv verziehen werden. Aber übertreibt es nicht, denn unzerstörbar ist das Fahrzeug trotzdem nicht. Wie bei den anderen Missionen auch, gibt es bei der Krankenwagenmission ein paar Level, die man erreichen kann. Bei Level 1 zum Beispiel werdet ihr nur 50 Dollar zusätzlich bekommen. Das geht aber hoch bis zu Level 12 und bei Level 12 bekommt ihr 7200 Dollar nochmal obendrauf und da gibt es sogar noch zusätzlich einen Bonus von 15.000 Dollar. Außerdem bekommt ihr dann auch eine Goldtrophäe, die sich natürlich immer lohnt und außerdem schaltet ihr die Fähigkeit frei, unendlich zu sprinten und das ist gerade bei so ein paar bestimmten Missionen auf jeden Fall ein sehr krasser Vorteil. Deshalb lohnt es sich auch diese Mission zu machen und wie immer empfehle ich, solche Missionen wie dies mit dem Krankenwagen schon direkt am Anfang zu machen, da man dann schon mal etwas Geld einsammeln kann und die Fähigkeit unendlich zu sprinten ist natürlich auch nicht verkehrt. Das war's auch schon mit den Tipps für die Krankenwagenmission. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, die ho!